Heute, ich habe die längsten Nägel, die es auf dem Markt gibt, zugeschickt bekommen und ich werde heute versuchen, einen Tag damit zu leben. Nein! Ich stecke mein Auto auf! Hä? Wer baut einen Tisch auch so nah an einen Bordstein dran? Wobei, besser gesagt, zu überleben. Ich weiß nicht so ganz. Nein, das ist jetzt nicht cool. Ey, wird die eingezogen irgendwann? Ja. Oh, no. Was alles mit einer random dummen Idee angefangen hat, ist relativ schnell eskaliert. Meine Finger liegen in die Klausel! Mach meine Unterhose bitte jetzt mal hoch! Ja. Zwischen kleinen Challenges, die ich bewältigen musste, kam es irgendwann zu dem Moment, wo ich die Nägel abmachen musste. Meine Finger sind angeschwollen. Ich bin am Arsch. Allerdings haben wir uns darüber vorher nicht so intensiv Gedanken gemacht. Wir können jetzt nicht in die Notaufnahme fahren. Wir fahren jetzt wohin? Ins Krankenhaus. Was haben wir für eine Kacke gemacht? Abonniert den Kanal. It's me. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Abflusskamera. Hi. Und wir werden heute die Challenges der Challenges machen, ja? Wenn ihr denkt, der Weg von eurem jetzigen Standpunkt bis zu eurem Traum ist ein weiter Weg und lang, dann ist es zwar lang, aber wir haben etwas Längeres. Hat sich das komisch angehört? Wir haben ein Paket bekommen und zwar von Express Nail. Die haben ja 30 cm Nägel hergestellt. Vielen Dank auf jeden Fall an euch. Das ist nicht normal. Sowas stellen die nicht her. Die haben ja extra gesagt, dass ich das sagen soll. Die haben natürlich andere schöne Nägel, die könnt ihr auf jeden Fall gerne abchecken. Aber das hier hat 2 Wochen gedauert. Wir haben 10 Nägel. Und die werden wir an meine 10 Finger kleben und das ist wirklich geistesgestört. Das Ding ist, ich habe das bei Naomi Johnson gesehen, das ist auch eine YouTuberin. Das sah absolut witzig aus und ich war so, ich muss das unbedingt auch machen. Und wir werden heute testen, wie lange und wie gut ich über den Tag komme. Wir sind gerade in Berlin, wir haben ein paar Sachen heute auf jeden Fall noch vor. Ich habe extrem Hunger, aber als Einzelner kann man ja schon mal so ein... Fängt ihr erstmal wirklich auf? Gönn dir. Das erste, hast du wirklich gegessen? Du hast es nicht gegessen. Nein, die schmecken wirklich gut. Vielen Dank auf jeden Fall an Express Nail, dass ihr mich so ausstattet hier. Wir befinden uns hier jetzt im Nagelstudio und du wirst mir das heute aufkleben. Du hast ein bisschen Erfahrung, oder? Das ist so bescheuert. Ja, der Poster. Locker lassen. Au, das tut weh, nicht so viel feilen. Locker lassen. Wir machen es jetzt mit dem Kleber. Es gibt halt eigentlich auch diese Pads, ne? Aber okay, wir gehen all in. Hau ordentlich drauf, so richtig schön halten, ne? Ja, genau, die Kanten. Emanuel Kant. Hier sehen Sie gerade, wie mein Leben den Bach runtergeht. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, das wiegt so viel, ne? Mein Daumen geht einfach richtig nach unten. Ich kann es nicht hochhalten. Ich kann gar nicht mehr gut gemacht Apo zeigen mit meinem Daumen. Vor allem, wir sind einfach in so einem asiatischen Restaurant und kleben hier Fingernägel auf, Alter. Ich habe mir vorgenommen, die werden mich nicht stören. Ich sehe das nicht als Fremdkörper, ich sehe das als Hilfe, Unterstützung. Ah, du machst es richtig in meine Haut, oh mein Gott. Also mittlerweile kriege ich, was ist das Gegenteil von Hoffnung? Ich weiß nicht so ganz, wie ich das alles handeln soll. Die sind so lang. Echt? 38 cm. Ey, das ist so. Oh mein Gott, das ist so richtig gefährlich, auch für die Menschheit. Ich komme nicht klar. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich überleben soll. Es ist einfach überall. Das sieht so witzig aus. Ich kann es nicht. Ich sehe aus wie eine Palme. Es hält aber stabil, muss ich sagen. Ne? Wie soll ich puffeln? Ich bin froh, dass ich meine Tage nicht habe. Ne? Da muss ich meinen Tampon nicht reinmachen. Aber ich weiß nicht, ich war nicht auf Klo. Aber ich könnte Kirche gehen. Du wirst heute mit mir auf Klo gehen müssen, ne? Ist dir das klar? Ich weiß nicht. Ich werde nicht mit dir auf Klo gehen. Ich greife dir jetzt nicht unten. Nein. Wieso? Ich mache gerade italienische Hand eigentlich, aber man sieht es nicht. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen warm mit euch. Wir werden jetzt ein bisschen Sushi essen. Und ich glaube, es geht ganz gut. Habe ich mir auf jeden Fall so vorgestellt. Let's go. Yeah. Hey, ich mache das alles. Ah ja, hier, ich leg's dir rein, ne? Das ist nicht witzig. Jetzt bin ich hier ganz fein. Das Ding ist, ich check noch nicht, wo welcher Nagel hingeht, wenn ich mich bewege. Es ist nicht möglich. Doch, es ist möglich. 10 Stunden später. Oh Mann, oh. Ich glaube, ich hab's. Oh, minus. Ich hab's. Oh mein Gott. Nein, jetzt nicht auf den letzten Metern aufgeben. Ja. Ich werde alles schaffen heute. Ich überlege echt, was ich jetzt hier nehme. Das da? Also ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Sekunde, wie soll ich jetzt noch von Monique raus? Mein erster Nagel ist von der Hälfte abgebrochen. Aua! Hier sind schon mal 10. Absturz. Können Sie mal hier? Da ist so ein pinkes Portemonnaie. Ja, genau. Meine Nägel sind ein Labyrinth. Was man das nicht handelt. Ja, danke. Ja, danke schön. Also mittlerweile, ganz ehrlich, sage ich dir, wie es ist. Nein. Scheiße. Ich benutze einfach meine Hände als Stäbchen. Ich brauche einfach nur den perfekten Winkel. Und ja. Was? Ich bin einfach... Nein! Ich habe auch unnormal Hunger. Ich habe den ganzen Tag extra... Oh Mann! Ja. Ich raste aus. Super leid für mich, das Ganze hier so zu handeln. Kennst du diese Greifautomaten bei Schützenfest? Ich schwöre, mein Sushi macht einfach Breakdance.
Das ist die beste Diät. Ich habe einfach keinen Bock. Ich werde mir nur Nahrung holen, die ich mit Strohhalm zu mir nehmen kann. Ist mein Nerven ist noch. Ja, wollen wir einfach weitergehen? Wir müssen hier erstmal dieses Parkticket reinstecken. So, easy peasy. 2,80. Ich weiß, wie ich bezahle. Mit meinem Handy. It was at this moment that oh mein Gott, ich kann heute gar nicht an mein Handy einfach. Du kannst gar nicht an dein Handy. He fucked up. Wie soll ich damit tippen? Das ist ja das Allerschlimmste. Duld einfach an den Tag drücken und dann läuft das. Ich habe ja noch ein bisschen Kleingeld. Ja, ganz leicht. Diese 2 Euro. Das ist doch, ich schwöre, das sind wie Schranken, die mir mein Leben verbauen. Nein! Das ist jetzt halt gar nicht witzig. Ich glaube, ich werde es hinbekommen. Ja! Ich glaube, ich bleibe für immer so. Ganz ehrlich, wenn ich das 3 Tage trainiere oder so, dann werde ich King darin. Du hast zu lange gebraucht. Parkzeit überschritten, Nachtzeit. Einmal bitte rausziehen. Also wirklich rausziehen. Ich werfe das hier gleich einfach so rein. Apo, scheiß drauf, ich gehe zu Fuß. Tschüss. Also ich meine, eine erfahrene Vloggerin kann auch mich nicht davon abhalten, selber zu vloggen. Ich bin einfach Profi. Das Ding ist nur, wenn ich was im Zahn habe, ist irgendwie schwierig gerade. Yeah. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Berlin unsicher, ja? Ein bisschen die Gang-Signs machen. Erstmal West Coast hier, East Coast rüber. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Bargeld, weil wir haben kein Bargeld. Ich war ja schon 3 Stunden nicht mehr an meinem Handy und ich krieg es hier nicht aus meiner Weste. Bitte, können wir mal so machen, dass ich so 3 Joker habe, wo du mir hilfst? Und das ist dein einer Joker. Bist du dir sicher, dass das ist dein einer Joker? Ich brauche jetzt unbedingt mal mein Handy. Wir müssen, man muss das alles hier nur ordnen. Oh nein, falsch. Ich würde sagen, erstmal einen TikTok aufnehmen. Kann sogar meine Karriere noch weiter hier voranbringen. Also ich glaube, ich bin heute einfach nur am Handy. Ich schwöre, Handy geht sogar ehrlich. Oh nö. Fühlt man, oder? Lisa, sie hat übrigens heute Geburtstag, sie hat mir auch gerade eine Challenge geschrieben. Sie hat geschrieben, WhatsApp benutzen mit Nägeln. Aber das ist alles kein Problem, weil wer hat denn hier Videoanrufe erfunden? Genau, das war ich. Calling you. Ich tipp halt wirklich schnell auch mit richtigen Nägeln und so, ne? Aber die Gewichtsverlagerung, ich werde runtergezogen irgendwie. Ich wollte Hallo schreiben, Autokorrektur hat Hemmklötze gemacht. Was sind Hemmklötze? Heute rede ich einfach nur mit dir. Nur mit dir. Was, wenn wir uns verlieren? Kannst du mich dann anrufen? Nicht, dass du wirklich, ey, renn aber nicht einfach weg oder so und dann bin ich auch nicht alleine. Ich freue mich schon, wenn du alleine auf Klo gehen musst. Ich habe noch 2 Joker, ne? Pass mal auf, mein Lieber. Du wirst sehen, was ich meine. Ich wisch dir nicht den Arsch ab, ne? Damit du meinst. Aber Pipi? Ey, ich wisch dich nicht. Nee, ich wisch dich nicht ab. Ach, das ist nicht witzig. Das muss irgendwie. Ich schwöre, das ist nicht normal. Dankeschön, bei mir ist es ein bisschen schwierig. Stabil. Wie findet ihr 1-10 Bewertung? 10 von 10. 11 von 10. Deine Augenbrauen sind auch fake. Deine Augenbrauen sind nicht fake. Ich bin gar nicht fake. Abonniert den Kanal. Ich weiß nicht, wie man behaupten könnte, dass ich ansatzweise fake bin. Abonniert den Kanal. Nein, guck mal, so machen das nämlich echte Beauty-Gurus. Die machen das hier mit ihren Dings. Man kann auch ein bisschen Instrumente und so spielen. Also wenn es irgendwas Schwierigeres auf der Welt, Einfaches geben würde auf der Welt. Bargeldauszahlung. Also ich meine, wenn unsere Nägel schon so lang sind, dann sollten die Zahlen auf unserem Geldschein auch lang sein. Pinnen wird jetzt ein bisschen kritisch. Es war so leicht. Bestätigen. Und ich fasse noch nicht mal hier die Dings. Ich bekomme nicht mal Bakterien an meine Hände, so weißt du. Oh nein. Oh nein. Nein, das ist jetzt nicht cool. Ey, wird die eingezogen irgendwann? Ja. Ein bisschen wie ein Star, wie ein kleiner fühle ich mich ja schon. Ich nehme mal meine Maske ab, damit man mein schönes Gesicht auf Foto aufsieht natürlich. Ne? Ich pose ein bisschen. Ne? Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Darf ich nochmal sprechen? Ja. Gar keine Angst drauf zu haben. Oh! Ja, das sind doch nur. Oh Gott. Fühlst du dich? Fühlst du dich schon wie ein Star, ne? Ja, kannst vielleicht einen roten Teppich vielleicht einfach die ganze Zeit hinter mich herrollen. So. Wir sind hier in einem weltbekannten Späti. Hier gibt's ja richtig Kuchen und so. Ja. Was möchtest du trinken? Geht heute auf mich, weil du hier so mich so unterstützt. Am leichtesten natürlich eine Dose heute für mich, ne? Ey, hör mal diesen tollen Sound an. Alles unter Kontrolle. Denkst du, ich schaffe eine Dose aufzumachen? Eigentlich bräuchte ich ja jetzt ein Dirty. Ich kann es nicht. Ich kann nicht mehr. Und so welche M&M's noch. Oh mein Gott. Ah!
Kannst du denn rumgehen? Gar nicht, kann ich damit rumgehen, wie du siehst. Warum hast du das denn gemacht, wenn ich wandere? Einfach so, um mal ein bisschen das Leben zu challengen. Aber es sieht schon cool aus, oder? Willst du meine ehrliche Meinung fragen? Nein. Ich bin ehrlich zu dir. Das sieht eklig aus. Wirklich? Ja. Also soll ich lieber abmachen, ja? Ja, es ist nicht ansehen. Und Männer stehen auch nicht drauf. Männer stehen nicht drauf? Ich bin ehrlich zu dir. Du bist ein Bildschirm. Dann mach ich jetzt die Nägel kaputt, bevor sie mich kaputt machen. Einfach mal gemein, wenn ich es mal nicht mehr. Wie findest du die Nägel? Super. Super? Stehst du drauf? Zu arbeiten. Aber ich könnte richtig gut Rücken faulen. Top oder flop? Sieht gut aus, aber es ist sehr gut. Okay, danke. Nein! Ja! So, Kim, ich würde mal sagen, es war ganz schön mutig, dir hier irgendwie eine Dose zu kaufen. Wieso findest du das so mutig? Weißt du, wie easy man die aufbekommt? Das zeige ich dir nämlich genau jetzt. Wenn ich das jetzt hinbekomme, scheiße. Ich denke mal zu positiv so, ne? Ich bin nicht realistisch, ich bin einfach so positiv. Oh mein Gott. Okay. Das ist jetzt der Hebeleffekt. Also es ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch für mein Gehirn, weil ich die ganze Zeit irgendwie Lösungen suche, wie ich diese Scheiße, mich alles hier einfach... In der Ruhe. Ich krieg halt so eine Dose schon immer nicht mit meinen Nägeln auf und die sind so kurz. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe. Bruder! Ja! Oh. Hast du das gehört? Und jetzt? Und jetzt? Ja! Oh mein Gott! Es fühlt sich an, als hätte ich Biathlon, alles gewonnen einfach. Ja, Prost, da trink mal. Amazing Grace, Amazing Grace. Abonniert den Kanal. Ich fühle mich wirklich, aua, als hätte ich was geschafft im Leben, ne? French Nails sind zu lang für einen Handshake. Ist gar nicht wahr. Richtig schön. Guten Tag, Handshake, ne? Danke. Guten Tag. Das sind ja ganz normale Strohhalme. Was? Das sind keine Strohhalme. Nee? Nee, das sind echt Nägel. Kannst du anfassen. Ein bisschen rausstechen aus der Menge. Es war voll cool, dass nachts noch pink leuchtet, ja. Was soll ich noch alles machen? Soll ich noch Einkaufswegen dranhängen? Irgendwas naja, Cooles? Weißt du was? Holst du da so ein Strobolicht? Kann ich hier unten rein kleben? Ein LED-Stripe hier rein. Ja, genau. Ja. Da gibt's ready für einen kleinen Snack? Als Kind habe ich gerne mit Murmeln gespielt und so habe ich so Murmelbahn aus Klopapierrollen gebastelt. Ne? Aber jetzt machen wir das Ganze ein bisschen cooler. Uns haben eben Leute gefragt, was für Videos dreht ihr? Wir so, hä, ist doch ganz klar, Beauty-Videos. Hä? Wir werden jetzt diese kleinen Schokomurmeln. Och nee. Mach halt in meine Hand einfach und dann lasse ich es runterrollen. Habe ich einen Mund? Nö. Survival of the fittest bin, ne? Das ist Evolution. Ich passe mich meiner Umgebung einfach an. Meine Anpassungsfähigkeit ist einfach der Ultraschit, ne? Ey, wenn ich meinen Kindern später sage, das habe ich als Beruf gemacht, ne? Die werden sagen, Junge, Mama, wo hast du gelebt? Und jetzt volle Dröhnung, Alter. Ja, ist auf jeden Fall viel praktischer, so zu essen, als ohne Nägel. Ganz klar. Um das alltägliche Leben auch zu erleben, machen wir jetzt was ganz Alltägliches. Einkaufen. War ich gar nicht, war viel zu weit davon entfernt, um das irgendwie ausgelöst haben zu können. Hier ist die Rabbelkiste. Und hier kann man jetzt halt einfach mal einmal reinfassen und einfach mal das greifen, was man bekommt. Das hat richtig viel getan. Also macht das übrigens auch nicht zu Hause nach, weil das ist wirklich gefährlich, merke ich hier gerade. Ich muss halt meine Nägel auch mit desinfizieren, weil da kommt halt auch ziemlich viel dran. Wir gehen jetzt Döner essen. Ach, ich kann damit bestimmt voll gut Döner essen. Ja, bestimmt voll gut. Man kann aber echt gut Einkaufstüten an jedem Dings transportieren. Du weißt, wie schwer das wäre? Ja, wir können halt nur Federn einkaufen. Ein Kilo. Ist doch leicht. Ja. Hallo. Ja, ist ein bisschen unhöflich sein, Müll hier direkt davon wegzuschmeißen. Gar kein Problem. Hey, lass angeln gehen, Alter. Ganz ehrlich. Oh, nee. Alter, das hier, ne, hängt genauso an diesen seidenen Farben wie meine Nerven. Sind das auch deine Nerven? Ey, du bist mies gute Müllentsorgerin. So Sozialstunden so links, da liegt auch noch was. Oh, bist du ekelhaft. Du willst jetzt gleich mit den Essen. Nein. Hier ist auch. Das ist ein Mensch. Geld lässt man nicht liegen. Flip-Technik. Ja. Tim, hier ist dein Döner. Och, ne? Mann. Eine Gabel? Ja, danke, Bennett. Dann kannst du...
Augen. Was ist das hier? Nee, andersrum, einfach reinstecken. Genau. Ich hätte ihn fast gerade dazu geworfen, dass ich mit an. Jetzt habe ich diese Gabel in meinem Mund. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich versuche erstmal so zu essen. Mit Gabel im Mund. Also, ich muss wirklich sagen, ich schlag mich einfach die ganze Zeit selber. Das wird alles, sowas von überall landen, nur nicht in meinem Mund. Scheiße. Könntest du noch ein bisschen voller machen, oder? Wäre entspannt. So ist mein Döner mit 3 cm Länge. Danke euch auch. Also, ich muss sagen, man muss das Ganze nur schlau koordinieren, aber mittlerweile. Und nochmal nett, der Dönerverkäufer hat mir einfach oder hat uns eine Kaffeesonne gebracht und da hat mir extra den Strohhalm schon vorher reingesteckt, damit ich jetzt einfach nur noch so machen muss. Danke. Abonniert den Kanal. Kim, ich hab dir vorhin eigentlich auch einen Nachtisch besorgt. Was für Nachtisch? Hä, danke. Hä? Du hast nicht mitgedacht, oder? Ich kann den so gut essen. Also, ach so, es geht nur ums Aufmachen, ne? Scheiße. Ey, das ist so asozial, man kriegt schon mal Schuss halt sowieso nie auf. So, kennst du? Das ist einfach nur asozial. Ich fühle mich wie so ein Tier in der freien Wildbahn. Hast du den nochmal zugeklebt mit Nagelkleber? Nein. Das ist ein Durchbruch. Was willst du mir sagen? Wir bauen den Tisch auch so nah an einen Bordstein dran. So, mir geht's gut. Gib mir mal dein Handy. Ich weiß nicht, was du machst. Danke. Okay. Dankeschön. Das Ding ist, ich hatte Soße an meinem Arm. Dann habe ich das hier so ab. Einmal kaputt. Ja, alles schon kaputt. Aua. Ich bin wirklich nicht betrunken. Ne? Dann wollte ich mein Dings Arm abschließen. Dann wollte ich nach hinten gehen, aufstehen, weil ich kann mich ja nirgends so anlegen. Und dann bin ich einfach mit dem Bein da runter. Und oh mein Gott, es war ganz unangenehm. Nettester Dönerladen hier in Berlin. Kies, cap it up. Das tut mittlerweile schon wirklich richtig, richtig, richtig doll weh, ne? Weil das so viel Gewicht auf mir landet, also lagert, an mir hängt. Warte, wir gucken mal auf die Zeit. Okay, also, ne, wir haben ja... 23.36 Uhr ist es schon. Ja, wir haben ja um 17.45 Uhr die Nägel hier aufgeklebt. Es tut wirklich reingeschissen weh, ne? Ja, ne, hast du auf jeden Fall jetzt einiges an Zeit hier schon jetzt. Also, ich bin auch richtig... Ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Ich denke mir die ganze Zeit, boah, ich bin schon echt müde und erschöpft und es tut voll weh. Und ich dachte so, es ist 21 Uhr, ne? Nee. Aha. Die Zeit vergeht so im Fluge mit dir. Kannst du mich einfach mitnehmen? Ey, stell dir mal vor, du würdest verhaftet werden mit solchen Nägeln. Das wäre so lustig. Die können dir nicht mal Handschellen richtig anlegen. Oh mein Gott. Ey, das wäre so witzig. Das wäre eigentlich mal so ein Ziel im Leben oder von mir. Ich kann. Ah! Das war gerade der Wind. Der hat so gegen meine Nägel geblasen und diese nach hinten getan. Soll ich mal für Anhalter fahren? Niemand würde mich mitnehmen, oder? Gibst du im Auto? Ich hab aber geile Augenbrauen. Dankeschön. Das ist echt verrückt. Ja, nee, das ist getting famous jetzt. Boah, das sind echt stabile Dinger, du. Wir waren übrigens noch in einer Bar. Ich habe versucht, meinen Cocktail zu trinken. Dabei habe ich einfach den ein bisschen umgerührt. Das ist perfekt. Also man braucht auch wirklich eigentlich gar keine Strohhalme mehr. Mmm, das ist super delicious. Den greifen war aber irgendwie doch ein bisschen schwierig, weil das ist irgendwie lang. So ein bisschen aua. Aber naja, Prost, ne? Und dann hat meine Blase nach den ganzen Drinks auch so langsam schlapp gemacht. Und die unangenehmste Aufgabe stand mir bevor. Der Gang auf die Toilette. Und nachher, es wäre ja schon so unangenehm gewesen. Aber nein, es müssen natürlich nur fremde Menschen reinkommen und sich einfach mit mir unterhalten. Als wäre alles ganz normal. Jetzt muss ich aber auch wirklich mal. Also es sind jetzt ungefähr 8 Stunden vergangen. Das provoziert mich ja jetzt schon extrem. Ne? Ich pinkel mir gleich in die Hose. Ne? Also mittlerweile habe ich so Fingerschmerzen. Ne? Ich kann es nicht mehr. Ich versuche mal meine Hose runterziehen. Es tut auch so weh. Aber meine Unterhose vielleicht. Mal, ist das so eng? Wir probieren es jetzt mal, ne? Ne? Du rufst mich mal, wenn du mich brauchst. Ja, aua! Ich stecke meine Unterhose fest! Ich hätte mir meine Unterhose wieder noch ziehen können. Au! Mein Daumen ist umgeknickt. Es ist so weh. Man kennt ihr, dass ihr die Hose runtergezogen habt und dann riecht es. Ja. Ich komme gleich mit meinem eigenen Klopapierspender. Kannst du mal ein bisschen was abmachen? Au, mein Daumen! Hä, stimmt das, dass du diese 300.000 Follower irgendwo hast? Nee, 250.000 noch.
Danke. Ja, das ist halt einfach dasselbe. Nein, es geht um jeden Follower. Abonniert den Kanal. Bild-Zeitung. Bild-Zeitung, ja. Hat ganz viele Leser. Und in der Küche habe ich viele Gläser. Ja, okay, ich pinkel jetzt. Ich brauche Klopapier, ich werde es trinken. Meine Oma steckt rein. Was ist mit deinem mobilen Spender, Kim? Ich muss ganz schnell. Mein Oma steckt rein. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Ich habe gerade einen Spritzer abbekommen, ne? Ich hoffe nicht von dir. Ich kann es nicht mal knicken. Das kannst du knicken. Hier sind noch mehr Leute gerade frei. Ja. Meine Fingernägel sind in den Kloschen. Nein. Au! Ich hatte mir den Zwölfer in meinen Unterhose. Oh mein Gott, das ist eine Spinne. Was? Was? Du hast scheiße gelabert. Mach meine Unterhose bitte jetzt mal hoch. Ich möchte meinen 5. und 6. Joker auflösen. Sitzt ein bisschen, richtig? Nee, er sitzt hier gar nicht. Es sitzt auch nicht in meiner Poriz. Es sind hier auch keine Zahn. Das ist total verdreht, warte. Ich greife dir jetzt nicht unten. Nein, nein. So, aber spüren kannst du auch, ne? Dann können wir das jetzt auch machen. Ich will nicht mehr. Du hast es geschafft. Hab ich es geschafft? Das ist jetzt wirklich mit meiner letzten Kraft. Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das abmachen. Wir brauchen ein Messer, wir brauchen eine Axt, wir brauchen eine Kettensäge. Irgendwas, was mit Strom betrieben ist auf jeden Fall. Ich bin am Arsch. Alles ist am Arsch. Nur diese Nägel gehen einfach nicht ab. Wir versuchen schon wirklich alles, ne? Wir legen das hier gerade in Nagellackentferner ein. Papa hat schon ein bisschen versucht, die abzubrechen. Es ist so bombenfest. Es tut so doll weh. Und das Ding ist, wir müssen in 2 Stunden drehen wir ein neues Format, was Abo sich ausgedacht hat. Und wir gehen so voll auf Reise und so, ne? Ich kann dafür keine Nägel haben. Wir haben auch noch Zeitdruck. Es ist 3 Uhr nachts. Wir können jetzt nicht in die Notaufnahme. Es fängt auch an, meine Haut anzubrennen. Oh, ich krack ab. Der tut am meisten hier weh. Ja. Okay, können wir jetzt weitermachen? So, es ist 3.38 Uhr. Wir fahren jetzt wohin? Ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus. Wir sind in die Notaufnahme. Ey, wir haben alles probiert, ne? Mit Messer, Schere, versuchen abzuknipsen. In alles eingeweicht, was irgendwie geht. Mit Öl, dies, das, Nagellackentferner. Es geht nicht ab, meine Finger sind angeschwollen. Es tut einfach nur richtig doll weh. Was haben wir für einen Kacke gemacht? Hau ordentlich drauf, so richtig schön halten, ne? Was ist das denn? Ich komme überhaupt nicht klar. Oh mein Gott, ich bin so fertig. Ja, ich frage mich, was die jetzt im Krankenhaus machen wollen. Also, was die da. Oh, was ist los? Ey, es ist so unangenehm, um 4.04 Uhr in der Notaufnahme zu sitzen, wegen diesen Fingernägeln. Die konnten mir nicht sagen, ob das funktionieren wird oder nicht. Also die haben ein bisschen gelacht. Würde das nicht so wehtun, wäre ja alright so. Das tut einfach weh. Und das Allerschlimmste ist, in 20 Minuten müssen wir eigentlich schon weiter, weil Apo dann etwas mit mir geplant hat. Wir wollten halt eigentlich so um 0 Uhr schlafen, damit wir um 4.30 Uhr aufstehen können. Und jetzt ist es halt gleich schon 4.30 Uhr und wir haben nicht eine Sekunde geschlafen. Sei mal ehrlich, wie dumm ist das? Du nennst mich Kim doch, ich bin dumm. Ich glaube, ich muss meinen Songtext umschreiben. Ey, wir haben gerade mit dieser Säge hier alles abgesägt. Es ist so schlimm, Leute. Es ist so dick. Es hat. Ey, wir haben hier gerade wirklich mit 5 Mal meine Hände festgehalten und so richtig. Das ist so krass abgesägt, aber ja. Abonniert den Kanal. So, Kim ist jetzt gerade hier aus der Notaufnahme gekommen. Ja. Das war echt gerade nicht normal, ne? Das hat so viel gewogen, ne, diese Nägel. Ich fühle mich jetzt so befreit, ne? Absägen der Kunstnägel mit der Gipssäge. Denkst du, ich muss dafür bezahlen? Und nächste Woche Sonntag. Apo ist jetzt Teil meines Kreativteams und hat sich crazy Herausforderungen für mich ausgedacht. Ahnungslos beginnt eine Reise zu einer mir unbekannten Challenge an einem ungenannten Ort. Willkommen zu Kim It's Possible. Es ist nicht möglich. Doch, es ist möglich. Ich werde vor Herausforderungen gestellt, von denen ich bis zur letzten Sekunde keine Ahnung habe. Diese Challenges bringen mich an meine Grenzen und verlangen alles von mir ab. So, Kim, wir sind jetzt schon in der richtigen Gegend, in der richtigen Gemeinde angekommen. Ich bin aufgeregt, aber ich weiß nicht, worauf. Habe ich gerade gesehen. Was denkst du, wie die Gemeinde hier heißt? Altenwald. Nee, Schneitzelreuth.